Hallo zusammen und herzlich willkommen zum ersten Playoff-Tipp. Nach dem Cup-Final ist vor dem Playoff-Viertelfinal, heisst es auch in diesem Jahr. Bieler-Ersingen gegen Grüne Matte ist die erste Serie. Auf Papier eine klare Sache. Bieler-Ersingen hat nach einer souveränen Rückrunde den ersten Platz geholt, während Grüne Matte ein bisschen getaucht ist und nach einer tollen Vorrunde auf dem 8. Rang jetzt gelandet ist. Wie gesagt, eigentlich eine klare Sache, aber vor 3 Jahren haben sich die beiden Teams schon mal gesehen in der gleichen Konstellation. Damals hat Wileroltigen nach 3 Spielen 1-2 zurückgelegen oder am Schluss dann noch 4-2 gewonnen. Wenn Grüne Matte die Emotionen wieder vorholen kann, dann wird es eine spannende Sache. Ansonsten ist dort schnell fertig. Mein Tipp für das erste Spiel: Wileroltigen gewinnt 5-1 gegen Grüne Matte. Zweite Serie: Alligator Malans gegen Reichenberg Winterthur. Auf dem Papier auch eine klare Sache: Zweite gegen Siebte, doch der Schein trügt ein wenig. Vorne Kurven anschaut. Alligator war im Januar sehr stark, hat dann ein bisschen Nachlage vor Quali, während Reichenberg Winterthur nach einem ganz schwachen Start immer besser im Fahrkurs ist. Darum, leichte Vorteile in der Formkurve für Reichenberg. Mit der Euphorie vom Cup-Sieg wird Malans aber wieder einen Schritt weiter tun. Ich sage im ersten Spiel ein 5-3 für Malans. Dritte Serie: GC gegen Tigers. Spannende Sache. Tigers haben es das einzige geschafft, zweimal gegen GC zu gewinnen. Das ist definitiv eine Überraschung und definitiv sind Tigers nicht der Lieblingsgegner von GC. Entscheidend wird sein, ob der Simon Stucki der Kim Nilsson wieder aus dem Spiel nehmen kann, so wie das letzte Mal, wo Kim Nilsson sogar eine 10-Minuten-Strafe bekommen hat. Ich sage, GC hat gelernt aus diesem Spiel, wird anders auftreten, schon beim ersten Spiel. Ich tippe auf ein 8-6 für GC. Vierte Serie: Chur gegen Köniz. Sehr spannende Sache. Chur hat einen Riesenlauf, 8 Spiele hintereinander gewonnen, ein wahrer Höhenflug. Wer hätte das gedacht? Köniz hat ein Riesenpotenzial, Anfang Saison auch weit vorne dabei gewesen, dann ein bisschen im Tiefflug gewesen, eine Zeit lang, jetzt wieder ein bisschen gefangen, aber immer noch ein Auf und Ab. Da, ein Favorit zu bestimmen, ist schwer. Leichte Vorteile für Chur, sage ich auch schon im ersten Spiel. 5-4 nach Verlängerung für Chur.